So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jetzt, da wir unsere Schwester befreit haben und ein kleines Telefonat mit dem Damien hatten, der uns darauf hingewiesen hat, dass die Polizei uns jetzt will und er uns wahrscheinlich ausliefern will, werden wir jetzt einfach mal weiter starten und uns anschauen, was das alles mit der Polizei auf sich hat. Ah, ein Anruf. Glaubst du, Niki wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Niki ist es vorbei. Nochmal Aber das nicht für dich. Telefonat. Ich will dir nichts verderben, Alles aber ihr klar. bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, Ins sicher, es ist Auto, nur ein Spiel. Ich bin falls ich nur zum gleich Spaß losfahren dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. muss. Ja. Was wirfst du mir vor? Das hast du mir das letzte Ambitionen? Mal auch schon Ich werfe erzählt. dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Ja. Fahr Ich vorsichtig, denke. Partner. Ja, Die Cops sind echt heiß auf dich. das so schlimm wird es schon nicht sein. So, haben wir jetzt irgendwo eine Mission? Hallo? Leute? Ah, da. Alles klar. Wo müssen wir hin? Ah, hier. Gibt's auch keine Schnellreise. Geister der Vergangenheit. Okay. Packt eure Sachen zusammen. So. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay. Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. So, ach. Fast hätte es genau gereicht, um drauf zu rollen. Aber nö, natürlich wieder nicht. So. Winnie. Ja, Winnie. Minivan zu meiner Schwester. Die doch schon irgendwie ein bisschen weiter weg wohnt, wie ich mir gedacht habe. So. Ja, genau, immer alle aus dem Weg hier. Ich bin der Boss. Auffahrunfall, klasse. So. Ja. Autsch. Alter! Ja, da fliegt noch die Motorhaube. Schon krass, wie stabil so ein Minivan ist. So. Macht mal alle Platz hier. Hier kommt der Rächer. Der Rächer. Der Rächer wird jetzt kommen. Und seine Schwester und wahrscheinlich auch seinen Neffen abholen. Oh Mann. Das ist immer so eine weite Fahrt. Ja. Ah, schon wieder mit Pressure-Konvoi. Ja, soll's. Es wird alles dann im freien Spiel, wird das alles erledigt hier. Karte acht geben. Hat das Ding eigentlich eine Delle im Dach? Wo kommt denn die her? Komisch. Geister der Vergangenheit. Alles klar. Und auf geht's. Auf geht's ab. Geht's 3 Tage wach? So. Ich habe mich so angestrengt, Niki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Tja, kommt vor. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Dann tu das, Aiden, tu das. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Genau, hör mal auf deinen Bruder hier. Komm jetzt!
Scheiße. Die Suche läuft. Jax, halt den Kopf schön unten. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Aiden, das sind Polizisten. Ich weiß. Warum fliehen wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Ja, die helfen uns. Warum? Zusammen. Weil sie mich verfolgen. Aber wir können. Wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Irgendwie mal das Ziel markieren. Und dann, glaube ich, erstmal kurz rausgehen und diese kleffenden Hunden da draußen abknallen hier. Nerven mich gerade. So. Nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Nö. Vielleicht. Vielleicht aber auch doch. Er lässt mich wieder an ihm dran. Was? Wie das? Die waren doch viel zu weit weg gerade. Warum? Hä? Warum wurde ich jetzt auf einmal entdeckt? Ist doch Schwachsinn sowas. Oder sieht das auf der Karte nur so weit aus? Nur die brauche ich nicht sein. Jax, halt den Kopf schön unten. So, gleich mal wieder das Ziel markieren. Ja. Nein, durch die Straßensperre fahren wir heute nicht. Aiden, das sind Polizisten. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Ja. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Okay. Wir haben nichts zu verbergen, jetzt oder? Jetzt sieht's gerade gut aus. Alter, wo kommt denn auf einmal die Straßensperre hierher? Oder? Ist der Rächer? Was denkt ihr? Denkt ihr, ich komme da hinten dran vorbei? Immer noch keine Spur von ihm. Schön, das andere Auto als Deckung benutzt. Aber wie groß haben die eigentlich den Zugrad da vorne da rum? Also alles aus den Nachrichten, die Morde, May Stadium, das warst du? So, hier muss ich raus, hier muss ich raus, kommt schon. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Leitstelle Verdächtiger ist weg, wir brechen ab und kommen zurück. So muss das sein. Schön entkommen, ohne gesehen zu werden. Ha, 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 ha. So, schön noch. Es gab mal eine Eisdiele. Die Sis, da oben hinfahren. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Und jetzt? Sollen wir von vorne anfangen? Wird das Beste sein, oder? Meine ich, von vorne anzufangen. Ich hoffe. Die Dinge werden sich ändern. Ja, natürlich. Alles ändert sich. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fort. Ja. Und was dann? Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem. Ja, ich bin noch nicht am Ziel angekommen, Leute. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Nö, ich muss noch den Mörder holen, abknallen, den Damien foltern und so weiter. Ne? Alles, wie sich so gehört, für den Retter. Schon okay, Jax. Naja. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Wir haben immer eine Wahl.
Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir... eine Grafik. Ach, das ist der Wahnsinn. Und du wolltest mich loswerden, aber... Aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. Okay. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Ah, Versöhnung. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Ich komme nach. Bei Jax. Wenn alles geregelt ist. Und was liegt da Müll auf dem Weg rum? Ist ja richtig widerlich. Geister der Vergangenheit beendet. So, dann stehe ich mitten in der Pampa und hab einfach nichts. Klasse. Ah, stimmt, wir könnten mal wieder ein paar von den Fortschrittpunkten und so weiter einlösen, die Skillpunkte. So, könnten wir gucken, unter Kampf, was haben wir da? Vollstrecker Takedown, 5 Punkte. Das müsste ich natürlich jetzt dann auch mal langsam holen. Bist du ein Experte? Ja, ohne Scheiße. Jetzt mal ohne Witze, was bringt mir? Ich benutze Pistolen so gut wie nie. Scharfschütze. Das wäre natürlich auch was, ne? Nochmal verlangsamer der Fokus. Erstmal Vollstrecker-Takedown, damit ich in Zukunft die einfach niederkloppen kann, auf gut Deutsch. Helikopter länger abschalten. Kommen wir da um. Hier kann ich noch hergestelltes. Blackout. Okay. Alles klar. Mal kurz die Animation da unten anschauen. Alter. Das brauchen wir auf jeden Fall, oder? Focus Boost. Also die Drogen. USV. Da kann ich dann jetzt die Haftdinger da benutzen, beziehungsweise herstellen. Ich muss nur mal gucken, wie das überhaupt mit dem Herstellen funktioniert später noch. Ich hab da nämlich keine Ahnung. Alter, was sind das? Also das sind die ganzen Zusatzakkus. Ne? Geld auch mal ein Hackboost, ein 5, ja, okay. Ah, ein Anruf. Ist immer schön sowas. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ja, genau. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Franks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an. Das ist aber nicht lieb. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Kuh. Ja. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Das ist schön. So, was ist das da eigentlich für ein komisches? Nicky wird nie zurückkommen.
Ich habe sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Du kannst die Dinger überladen, das ist auch cool. Da ist aber sie ist da. Sicher. Sie sind beide sicher. Ja. Ich weiß, okay. Ich könnte sie finden. Sehen Sie es gerade. Aber das werde ich nicht tun. Alles klar. Nicht mehr. Reserve Breakfast, okay. Und komm jetzt mal. Quinn. Ja, ich habe keine Ahnung, was das da hinten für ein Zeichen Lucky ist. Lucky Quinn. Das Komische. Er ist an aber allem schuld. Ja, ich würde sagen. Er ist der Geist, den heb mir kurz noch ein bisschen Geld ab. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben. Wir brauchen ja wieder ein bisschen Kohle hier. Meine Familie. Und wie viel haben wir abgehoben? Es war Quinn. Jetzt wird ja, 27.000. Ne? Na dann. Ist ja nix. Ich würde sagen, das Geld geben wir aber dann in der nächsten Folge aus. Denn das war's für heute. Wie immer, macht's gut und haut rein.